Herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. Heute soll es mal um meinen nächsten Stufe 9 Panzer gehen und das ist der Leopard PTA. Ja, zur Vorgeschichte. Ich hatte den vor ein paar Jahren schon mal, habe ihn wieder verkauft. Damals war ich auch noch schlechter wie heute. Aber habe ihn dann frustriert wieder verkauft, konnte damit gar nicht umgehen. Ich kann es immer noch nicht, aber es ist schon ein bisschen besser. Und jetzt ist er ja vor einiger Zeit gebufft worden. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, spielst du gern Stufe 9. Das ist so für mich so ein bisschen meine Lieblingsstufe. Ja, weil dieses HE-Geklatsche auf Stufe 10 und mit den EBRs, das geht mir ziemlich auf den Zeiger. Darum spiele ich ganz gerne Stufe 8 und 9. Da hat zwar auch die Jodeljochens. Moment, Schluck Kaffee. Aber es ist alles ein bisschen, ja, entspannter, sagen wir mal so. Ja, ich habe gar keine besonders gute Crew auf dem. Ich habe die Tiger 1, glaube ich, abgezogen. Ich weiß gar nicht mehr. Übliche Waffenbrüder, sechster Sinn. Auch hier. Ich versuche halt den Leopard PTA ein bisschen defensiv zu spielen. Ich bin jetzt kein Profi. Wie gesagt, erwartet kein Profi-Gameplay oder irgendwelche Profi-Stats oder Stats vorgelesen. Hier geht es einfach nur um meinen normalen Eindruck als normaler Spieler. Und wer damit nicht zurande kommt, kann gleich mal Leopard PTA Mausakrobat oder Mailand eintippen. Da seht ihr das viel genauer. Aber ich möchte nur meinen Eindruck so ein bisschen loswerden, den ich von dem habe. Und mir gefällt er, muss ich sagen. Ich kann ihn zwar überhaupt nicht spielen teilweise, aber ich habe auch zwei, drei gute Runden ab und zu. Die Zielerfassung, ihr wisst ja, ich stehe auf gute Gans, ist auf 1,74. Das ist natürlich obergeil. Jeder weiß, dass ich gerne den Kong spiele, weil er so eine gute Kanone hat. Und das ist beim Leopard PTA auch so. Drum habe ich gedacht, komm, schaffst du dir nochmal an. Und ja, macht manchmal ganz viel Freude. Ja. Ich kann den nicht ganz so aggressiv spielen, wie zum Beispiel Mausakrobat oder was weiß ich, irgendein guter Spieler, weil ich nicht in jedem Moment weiß, wie, wo, wann ich zu stehen habe. Ich bin eher defensiv, fast schon TD-mäßig. Ja, ich bin ja schon froh, wenn ich die Wurst im Kühlschrank finde, teilweise. Also von dem her zu orientieren da mit dem Ding auf dem Schlachtfeld ist natürlich ein bisschen schwierig. So, genug gelabert. Jo. Obwohl was mir noch einfällt, was ich gut finde hier, der hat eine 10er Kanone drauf hier. Und er hat hier auf der Standard 278, das ist obergeil auf Stufe 9. Also wenn du da gegen 7er und 8er gematcht wirst, hast du richtig Spaß. Aber auch gegen 10er ist es manchmal auch ganz okay. Und dann hier, da kannst du auf die Premium wechseln, wenn du viel Geld hast. Ist halt recht teuer, aber die ist ja immer teuer. 323 Durchschlag. Einfach geil. Also er hat wirklich eine geile 10er-Kanone schon auf Stufe 9 und das macht er dann wirklich Spaß. Die HE finde ich auch nicht schlecht, 105. Hast du manchmal gut Spaß gegen 8er und 7er. Gut, genug gequatscht. Jetzt aber auch rein. Wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Dieser Panzer ist getestet von einem Durchschnittsspieler. Ich habe eine grüne WN8 momentan. Jeder, der das gerne nachschlägt. Und ja, mein Eindruck. Eigenes Teamspielername. Zack, zack, zack. Tarnung fand ich auch recht sexy. Aber das Wichtigste ist ja nicht die Tarnung, sondern die Kanone. Ach, warte mal, jetzt habe ich gar nicht so aufs Setup geachtet. Wartet mal. Gehen wir da hin. Ich gönne mir mal die Gold. Ihr 7. Das sind zu viele hier. Ne, ich muss da ein bisschen supporten. Ich versuch's. Ja. Ich spiele immer teamdienlich. Ich versuch's zumindest. Deswegen habe ich manchmal nicht ganz so tolle Runden, aber ich finde, denn wenn man versucht zu gewinnen, finde ich viel geiler, wie irgendwelches Damage zu farmen. Da oben steht der andere Leopard 1, ne? Da wollte ich eigentlich auch vis-à-vis auf die andere Seite, aber guck mal, was da los ist. Also es bringt ja nicht viel. Wir warten mal eine Runde. Die Gun Depression geht einigermaßen bei ihm.
für so einen Durchschnittsspieler wie mich, der manchmal das Gelände nicht ganz so im Blick hat, etwas schwierig zu spielen. Und das ist geil. Da sitzt der Schuss, ne? Warte mal, kriegen wir da noch ein Schüsschen? Ich brauche hier nicht versuchen, mit meinem Turm zu arbeiten, also... Aber ich glaube... Guck mal, wie sie wegsterben da drüben. Meine Fresse. Entschuldigung. Ich muss doch rüber! Ey, das Feuer! Okay, das gibt einen Loose. Wir versuchen uns das Beste aus der Runde rauszuholen. Seht ihr, auf diese Scheißteile habe ich einfach, obwohl er ist jetzt Stufe 9, aber ich habe auf diese, ich weiß nicht, kein Bock. So, jetzt versuchen wir hier ein bisschen. Ich glaube, der will ihn holen, den T-54, ein bisschen Crossfeuer aufzubauen. Jetzt warten wir mal ab, was da so kommt. Können wir uns immer noch ein bisschen zurückziehen, aber das Spiel ist schon längst gelaufen. Also doch, der Standard. Okay. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, der Ruh, dass er das aufmacht hier. Das ist natürlich geil. Ja, jetzt gehen sie wieder zu. Ach je. Ja, das ist halt das Problem mit so einem Papierpanzer. Du kannst nicht vorpreschen. Du musst ständig wach sein, die das Spiel analysieren, ein bisschen schauen. Und das musst du schon so oder so in einem Heavy, aber in dem noch ganz besonders. Ich eier hier jetzt rum. Der war sehr optimistisch. Nachladezeit ist halt ziemlich übel. Wir sind bewegungsunfähig. Treffer, aber kein Durchschlag. Durchschlagstreffer. Munitionsleiter getroffen. Naja, das war's. Das ist halt ein Panzer, wo du mitfahren musst, ein bisschen im Hintergrund. Da kannst du nicht versuchen, hier Halldown zu spielen. Im Kong wäre ich jetzt dahin gefahren zum Beispiel. Aber egal, nächstes Spiel. So eine typische WOT-Runde. Das Beste ist, finde ich, Moment, gerade in dem Leopard, dass das Spiel ein bisschen entschleunigt ist. Wo du einfach so ein bisschen snipern kannst, ganz gechillt irgendwo. Und das ist halt immer seltener der Fall im IoT. Die Spiele gehen immer schneller. Es geht um Schnelligkeit, guten Turm. Ja, die Meta ist leider momentan so. Und wenn der Leopard immer so ein bisschen mitspielen kann, dann wieder in Deckung gehen, einen Anschuss auf Distanz vor allem rausdrücken, dann ist er ganz nett. Aber ich kann mich auch völlig täuschen. Aber ist so mein Eindruck. Wenn es zu schnell ist, das Spiel, ist es schwierig. Das Gebumse da, ja, das Eckengebumse und aufeinander drauf fahren. Dafür ist er nicht gemacht worden. Gut, wir haben wieder 10er, läuft ja wunderbar heute. Okay. Zwei Klicker.
Eigentlich ist das Feld nicht so tolle, aber ich fahre trotzdem. Versuche mal ein bisschen was aufzumachen. Auf der 1 und 2 und hoffe dann, dass die Arti mitspielt. Boah, ich könnte versuchen, ein bisschen zu snipern. Da oben. Na, jetzt schauen wir mal was. Was macht's Team? Bewegung! Also die, ich muss sagen, ich möchte die Kommandantin nicht privat kennen. Wie geht's euch, wenn ihr die Stimme so hört? Ich habe da so ein bisschen... Ich glaube die... Obwohl, vielleicht will ich sie doch privat kennen. Na, lassen wir das Thema. Gut, schauen wir mal, was wir machen können. Ah, die Badge hat zwei Gilmax. Wir wissen, was sie tut, hoffentlich. Okay. Wir gehen ein bisschen snipern. Fährt schon der AMX 1390 vor. Gut. Da wir eine schnelle Einzielzeit haben, müssen wir nicht ganz so aggressiv vorfahren, sondern einfach dann pieken und den Schuss rausdrücken. Ja, da ist er doch. Habt ihr das gesehen? Ich habe noch nicht mal eingezielt, ey. Der saß. Das finde ich halt, das ist der Grund, warum ich ihn behalten werde, obwohl meine Runden teilweise katastrophal sind. Die Geschossgeschwindigkeit ist natürlich auch eine Sensation auf dem, finde ich. Ah ja. Jetzt sind wir einen Tick zu spät. Ja, Grille, ich bin ein bisschen nervös, ich bin Leopard. Machen wir mal einen Blindshot. Eine T55A. Schauen wir mal. Nee, oder doch mal. Da war er doch. Komm. Zack. Der saß. Ein Zückerchen, die Kanone. Einfach nur für so einen Durchschnittsspieler wie mich. Auch ein Zückerchen. Komm, machen wir mal so auf. Ja. Ah, ich krieg ihn nicht rein. Alles steht hinter dem Ding. Jetzt. Das war's auch. Schönes Replay, wo man sieht, was die Kanone kann. Das war's auch. Geil. Komm nochmal, komm. Ja, Wein ist fressiv. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum ich so Kreise mache, ich muss immer gucken, ob ich ihn reinkrieg. Na? Da war doch was. Hm. Na? So in Schießbuden schießen hier. Nee. Bleibt noch hier. Ich glaube, der kommt hier. Nee, er verpisst sich. So, jetzt setzen wir unsere HP ein. Wir sind noch Full HP, also können wir ein, zwei Schüsschen tanken. Denk mal, ich sag mal... Nee, dem STP-1 sage ich noch nicht Hallo. Das ist noch nicht gewonnen, das Ding. Eieiei, jetzt kriege ich aber gar nichts mehr rein hier. Oh, tschüss. Ah, schade, der war jetzt wirklich sehr optimistisch. Ja, Leopard? Da hinten nach, komm, ich gehe den rushen. Okay, jetzt will ich es übertreiben hier. Ihr seht es. Ich müsste schneller nachladen. Munitionslager beschädigt. Kette getroffen. Gegner beschädigt.
das, was ich meinte mit den HP. Jetzt haben sie mir aber ein bisschen arg viel gezogen. PvP. Feuerbereitschaft hergestellt. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Jo, ich auch nicht mehr, Tante Jutta. Okay, jetzt hat man wunderbar gesehen, auch als eher schlechterer Spieler, wenn man ihn nicht ganz so aggressiv spielt, ist geil. Einfach nur geil, die Kanone. Also holt ihn euch. Macht einfach Spaß. Und es waren wirklich ein paar sehr gewagte Schüsse dabei. Am Schluss hat man gut gesehen, da war ich ein bisschen übermütig, habe gedacht, jetzt treffe ich alles. Aber nee, da ganz so optimistisch darf man auch nicht sein. Gut. Ja. Gut, dann lassen wir es dabei. Ich wollte es noch... Gut, dass ich dann das letzte Replay noch aufgenommen habe. Hat man schön gesehen. Die Kanone ist was Wunderbares. Er führt ja... zum Leopard 1, da bin ich aber schwer am überlegen, ob ich mir den überhaupt hole. Eben, ich könnte ihn mir holen. Aber wie gesagt, mein Lieblingsbereich ist gerade momentan Stufe 9. Ich versuche eher den Standard B vielleicht noch als nächsten 9er zu ergrinden. Habe ich mehr von, glaube ich. Ja. Ist nur so ein Gefühl. Vielleicht hole ich mir den Leopard 1 auch. Wird manchmal auch noch mitgenommen auf der Weltkarte oder so. Als Sniper, aber... Wie gesagt, ein Träumchen der Stufe 9 Leopard. Und wenn ihr könnt, holt ihn euch. Er hat einfach eine göttliche Kanone. Genau, und das macht ihn aus. Also hauptsächlich in meinen Augen. Gut. Okay, das soll es gewesen sein. Und jo, bis die Tage. Ihr könnt gerne abonnieren oder einen Kommentar schreiben oder was weiß ich. Interagiert ein bisschen auf dem Kanal, damit ich ein bisschen was beantworten kann. Oder quatschen kann. Wenn ihr einen Clan sucht, dann schreibt mich in-game an. Ihr seht ja meinen Namen, Firlefanz. Und wir suchen immer Leute. Jetzt gerade auf den Herbst, denke ich, kommt jetzt auch neue Weltkarte. Event kommt dann und von dem her, ja, suchen wir Leute mit 10er-Panzern oder 8er-Panzern. Ich denke mal, wir werden es wieder dieses Jahr aufteilen wie letztes Jahr, dass man eben der Stufe 8 fahren kann und Stufe 10. Wir sind jetzt nicht ganz ein toller Clan, also so super Spieler. Wir fühlen uns ganz im 8er-Bereich wohl. Manchmal spielen wir auch Vorstoß. So, ich laber wieder mir so einen Ast ab. Jetzt höre ich mal lieber auf. Wie gesagt, schreibt mich an, wenn ihr einen Clan sucht. Und jo, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und bis dann. Ciao, ciao, wenn es wieder heißt, hier mitten aus World of Tanks.